arbeite jetzt schon 42 Jahre als Lehrerin. Also ich bin ausgebildet worden mit einem kleinen Studium zu DDR-Zeiten und bin sofort, ja, 1980 in den Schuldienst eingetreten. Und seitdem bin ich ununterbrochen Lehrer. 20 Jahre in Thüringen und jetzt schon 22 Jahre im Land Brandenburg. Wir sind eine sehr große Schule in einem sehr guten Einzugsbereich und wir haben in unserer Schule tatsächlich in jedem Klassenraum ein Smartboard, mit dem ich auch täglich arbeite. Wir haben in jedem Klassenraum WLAN liegen, haben aber leider nicht die technischen Voraussetzungen, dass wir jeden Tag das WLAN auch benutzen können. Und wir haben für die Schüler zum Beispiel einen Satz Tablets, mit denen wir arbeiten könnten, aber die teilen sich 530 Schüler. Ein Satz Tablets, das ist aussichtslos. Und wir haben auch leider noch nicht die Endgeräte, die ja vom Ministerium auch für die Lehrer versprochen worden sind, damit wir zum Beispiel ein digitales Notenbuch und ein digitales Klassenbuch vor Ort führen könnten. Und das ist schade, weil die Lehrer, die jetzt mit dem digitalen Notenbuch arbeiten, müssen das alles noch von zu Hause aus erledigen mit ihren privaten Endgeräten. Große Herausforderung ist auch, dass die Gesellschaft einfach nicht mehr Achtung vor meinem Beruf hat. Ja, wir haben also überhaupt nicht mehr die Position, dass ein Lehrer geachtet wird in seiner Person, in seiner Entscheidung und auch mit dem entsprechenden Respekt. Es gibt sehr, sehr wenige in der Öffentlichkeit, die einfach mal Danke sagen können. Es gibt auch nicht viele Eltern, die Danke sagen. Ja, also am Ende eines Schuljahres könnte man schon einfach sich bedanken, dass man ein Schuljahr gemeinsam geschafft hat.